Liebe ist für mich Menschlichkeit, Wärme, Geborgenheit und einfach Miteinander. Also ich brauche jetzt keine so aufbrezelte Frau oder möchte, werde ich auch nicht kriegen, ja, weil es zu mir nicht passt. Eine natürliche Schönheit, sage ich einmal. Ja. Wenn gefällt sowas nicht. Für mich ist natürlich auch sehr wichtig, dass ein Mann gepflegt ist und ob er jetzt die Augenbrauen zupft oder das ist mir egal. Wenn sie heute jemanden haben, die was zeichnet, ist ihr Foto, kann ich dir garantieren, die gehört ihnen nicht allein. Die gehört er sicher nie allein. Vom Charakter her sollte er lustig sein, er sollte eigentlich den Wiener Schmäh drauf haben. Ein bisschen erfolgreich, er muss ja kein Generaldirektor sein, aber was zustande gebracht haben in seinem Leben. Wenn wir einen Anderson haben, das ist auch nicht mehr, das ist auch schon alt. Die können es auch vergessen, das Alb haben wir auch schon zu alt. David Beckham, eher so der Typ. Hallo, mein Name ist Nina, ich bin 47 Jahre alt. Ich komme aus Linz und ich suche hier auf diesem Weg einen Partner fürs Leben, fürs Herz, mit dem ich einiges unternehmen kann, mit dem ich lachen kann, weinen kann, der mich unterstützt und einfach für mich da ist und viele schöne Stunden verbringt. Dich zu lieben, dich berühren, mein Verlangen, dich zu spüren, deine Wärme, deine Nähe, weckt die Sehnsucht in mir auf ein Leben mit dir. Du bist die Frau, die jedes Lächeln, jede Zärtlichkeit an mich verschenkt. Du bist die Frau, die alles gibt, was man Liebe nennt. Nina, wie lange ist die letzte Partnerschaft her? Die letzte Partnerschaft ist schon einige Jahre her. Ich habe aufgehört zu zählen bei 7 Jahren. Also ich bin schon sehr, sehr bereit für eine neue Partnerschaft und ja. Was hat nicht funktioniert? Wie lange waren Sie mit dem Mann zusammen? Ich habe insgesamt 4 langjährige Beziehungen gehabt. Die längste war mit 6 Jahren. Was nicht funktioniert hat, war eben, es war viel Alkohol im Spiel. Ja, ich bin betrogen worden, Lügereien. Sich auszugeben für jemanden, der nicht ist. Und das war eigentlich in alle Beziehungen ein riesengroßes Problem für mich. Das heißt Hochstapelei? Nein, eher 2 Gesichter. Er war einfach am Anfang ein sehr guter, liebenswürdiger, sehr humaner Mensch. Und das hat sich eigentlich dann nach ungefähr 2, 3 Jahren ins Gegenteil verschlagen. Das heißt aggressiv. Auch zum Teil. Du verlierst dich, wenn du liebst. Junges Mädchen, reife Frau und auch Kind, das bist du, du, nur du. Ich gehe natürlich auch gern fort. Ich tanze sehr gerne, bin ein sehr geselliger Mensch. Bin auch nicht auf den Mund gefallen. Mein Problem ist eher, mich sprechen sehr viel ziemlich junge Männer an. Ja, alles gut und schön. Aber für eine Beziehung ist das mir zu wenig. Das heißt, Sie haben jüngere Männer als Freundschaften oder wie auch immer gehabt? Ja, schon. Ja, schon. Aber wie jung? Was war das Jüngste? Das Jüngste, ich 26. Was war da das Problem dann für Beziehung? Für mich war es ein Problem, weil ich stehe mit beiden Beinen ziemlich im Leben und eben ich bin 47 und da sind doch einige Jahre dazwischen und der hat eigentlich das ganze Leben noch vor sich und ich habe keine Kinder.
will ich auch jetzt nicht mehr. Und die meisten sind eben schon noch in diesem Alter bereit für Kinder, Familie. Und das ist sicher ein Problem. Wo haben Sie den 26-Jährigen kennengelernt? Beim Fortgehen, in Discos, Bar. Sie sprechen die an oder werden Sie angesprochen? Es ist verschieden. Es ist natürlich, wenn ich etwas getrunken habe, dann ist mein Mundwerk eigentlich noch schneller. Aber es ist meistens, dass das so auf Gegenseitigkeit irgendwie beruht. Wie alt sollte dann der ideale Mann sein für Sie im Moment? Wie gesagt, ich habe nichts gegen Jüngere, aber es sollte schon zwischen 40 und 50 sein. Einen wunderschönen guten Abend. Ich bin der Leopold Kugler, bin 42, suche nach längerer Zeit eine junge Dame, bin Angestellter bei der Österreichischen Post AG, Hauswerkstätte Wien und suche eine schöne junge Dame, die sich irgendwie mit mir schönere Stunden vorstellen könnte. Wie lange sind Sie schon alleine? Tja, wie lange bin ich schon alleine? Soll ich ganz ehrlich sein? Seit 1998. Es hat sie nie wirklich eine richtig gefunden. Wieso? Bin ich wahrscheinlich selber meiner Misere schuld. Die haben mir dann eigentlich zu viel eingeredet. Die, was ich wollen haben, die haben mich nicht wollen. Und das nachher, das war alles nur so eine Geschichte zwischen 2 und 4 Wochen. Was ist da passiert 1998, dass diese Beziehung zu Ende gegangen ist? Naja, die hat man mir nicht so richtig gern gelassen. Die hat mir daheim niemandem gefallen, die war ein bisschen stärker. Das war teilweise meine zweite Freundin, meine erste Freundin ist bei einem Autounfall verunglückt, das war im Kindergarten, das war im Juli 83, das war von einem Gastwirt, die Tochter. Da bin ich mal brav mit einem Mercedes 280 SC nach Hause gefahren worden. Mir war irgendwie der Kindergartenbus irgendwie nicht so schön. Und ein Mercedes 280 SC, wenn den jemand kennt, das war das schönste Fahrzeug. Außerdem, die haben ein Wirtshaus gehabt, da war es immer schön, da habe ich mir viel Essen gekriegt auch. Aber die ist leider Gottes verunglückt. Wie alt waren Sie da? Wie alt war ich da? Da war ich 5 Jahre alt. Also war ja noch keine richtige Freundin dann, oder? Naja, ich habe so das erste Freundin schon gesehen. Die war nicht arm. Das heißt, Sie suchen eine reiche Dame? Nein, reich nicht. Reich bin ich schon erfahrung selber. Arm bin ich auch nicht. Aber ich muss nicht reich sein. Aber es wäre nicht schlecht, wenn es im Berufsstand wäre. Nicht gerade das, was ich schon anders erlebt habe. Bei den sogenannten Speed-Datings, dass dann 1000 Euro noch Verlust haben. Und sie werden das, ja, wir auch nicht kennengelernt. Brauchen nicht traurig sein. Ich war nicht Österreicherin. Die hat mir 1000 Euro betrogen. Da warte ich heute noch drauf. Das würde kein mehr Speed-Dating hat sie für mich erledigt. Das heißt, Sie haben wirklich viele Erfahrungen gesammelt in den letzten Jahren. Ja. Was waren da für Erfahrungen dabei mit den Frauen? Oder? Viele. Fahrt ist mir nicht geworden. Ich bin mit einem Freund in einem Museumsquartier gewesen, in der Disco, weiß jetzt nicht, wie das geheißen hat, Disco Flyer war da im Museumsquartier. Ich habe ein paar angeredet, es ist mir nicht gelungen. Na gut, haben wir sie überlegt. Weißt du was, wir geben sie aus, wir zwei sind von der anderen Seite. Und sie werden lachen, sie sind Katzen gekommen, es hat uns eine Ekel und sogar eine ist uns nicht mehr vom Bötz gegangen, da ist er sogar eifrig geworden. Also als normaler werden sie heute sonst niemanden finden. Das heißt, sie haben gespürt, wie wir uns mit den anderen liiert werden. Ja, richtig. Sie haben es da gemacht, geschmust? Nein, das nicht. Wir haben sie aufgegeben, wir sind von der anderen Seite und sie glauben es gar nicht am Klo, haben heute schon die ersten Fanger gehabt und sind auch nicht weggegangen. Und manchmal weinst du sicher ein paar Tränen. Du zeigst nicht, was du fühlst, denn du willst dich zusammennehmen. Was wäre denn die ideale Frau, wenn Sie es jetzt beschreiben würden? Ideal. Na, sportlich sollte es schon sein. Ich bin zwar nicht sportlich, ich bin da nicht wählerisch. Stärker zu ist, sollte es halt nicht sein. Ortsgebunden muss es auch nicht sein. Ich meine, es gibt zwar zwei zu Hause, aber ehrlich gesagt, ob ich das nicht vermiete, an Lesben, die sollen feminin sein. Oh ja, die sind viel besser. Schauen Sie, wenn ich feminine zwei Lesben erwische, die was das haben wollen, die müssen feminin sein, da gibt es einen Garten, die können nackt um und rumrennen, dann ist mir das wurscht. Da passt es in der Ortschaft wunderbar. Und solange es sollen, ist mir das wurscht. Besser, wie steht leer. Und das war mir fast wichtiger. Und wenn das andere passiert, na, ortsgebunden bin ich nicht. Da halt mich nicht. In der Ortschaft bin ich nicht sehr gern gesehen. Warum nicht? Ja, sagen wir mal, sie bei Unruhestiftern.
Inwiefern? Naja, ich sehe Sachen, die will ich gar nicht sehen. Aber beschreiben Sie ein bisschen, in kurzen Worten, Ihre Idealfrau. Vom Aussehen und vom Charakter. Ideal, ja. Die muss nicht lange haben. Sportlich. Ich bin da nicht wählerisch. Das kommt eh, wie es kommt, kommt. Ich kann jetzt nicht sagen, sie muss so sein, sie muss so sein. Mir ist das eigentlich, sie können sie eh nicht verhindern. So wie es ist, so wie es so ist. Auch, nicht? Es ist aber nur traurig, wenn sie jetzt sagen, sie würden jetzt eine haben, die wir ein Foto zeichnen, das wird es nicht spielen. Wenn sie heute jemanden haben, die was zeichnet, das wie ein Foto, kann ich nicht garantieren, die gehört ihnen nicht allein. Die gehört da sicher nie allein. Man, ich muss da auch nicht sein. Sie sollte halt schön sein, sie sollte halt, ja, Sport oder irgendwas. Auch miteinander, dass eine allein was machen muss, das muss nicht, ja. Ich tue mir zwar, wir stehen nicht mit Tieren, ja, aber nicht gerade. Die kann sogar tätowiert sein, die stirbt mir noch weniger. Bierst, das ist auch wurscht. Na, mal ein bisschen Reisen drauf, ist auch egal. Aber ehrlich gesagt, es muss nicht die ideale, man sollte halt schon hergerichtet sein, dass ich sage, okay, nicht einmal und dann der lebst ein blaues Wunder. Es hat sich alles teilweise geändert. Das direkte Anreden gibt's halt nicht mehr. Das hat sich schon schlagartig geändert. Sie gehen halt einmal wo fort, wo sie Sachen sehen, wo sie halt da anreden. Die schauen dann blöd an und sagen, wo bist denn du daher? Sie dürfen zwar zahlen, sie dürfen zwar das, doch sie werden es nie mehr wiedersehen. Was ist denn ein typischer Anmachspruch, den Sie verwendet haben? Guten Abend. Wie soll ich mal guten Abend? Hast du Zeit oder bist du alleine oder irgendwas? Das wollen viele nicht. Das wollen viele nicht. Das ist ja gar nicht so schlimm. Nein, das wollen viele nicht. Sind die Frauen so selbstbewusst geworden? Schwierig. Doch, schon, verdammt. Wenn er 50 ist und eigentlich noch so auf einer Schiene wie ich bin eigentlich noch ein sehr aufgeweckter Vogel, habe ich kein Problem. Natürlich können auch Männer, die 35, 40, 42, 45 sind, schon eher so sein wie 55-Jährige. Also das muss eben schon passen. Wie wichtig ist Ihnen Erotik? Erotik ist für mich eigentlich sehr wichtig. Es ist nicht das Wichtigste, aber gehört natürlich zu den schönsten Sachen. Und ich bin selber auch sehr leidenschaftlich und gehört dazu und es ist wichtig. Könnten Sie eine Beziehung mit einem asexuellen Partner vorstellen? Nein. Da ich sehr gerne offen für vieles bin, gerne mal Sachen ausprobieren. Swingerclub habe ich noch nie probiert. Ich habe von einigen gehört, eben, es soll eine tolle Sache sein. Das heißt jetzt nicht mit anderen Männern oder anderen Frauen, sondern einfach, keine Ahnung. Das Beobachten, das Gegenseitige. Ja, das Beobachten und dann mal schauen, was da daraus wird. Waren Sie schon immer so aufgeschlossen der Erotik und der Sexualität, oder ist das erst gekommen? Nein, das ist eigentlich so in meinen Single-Jahren ist das dann ein wenig zum Vorschein gekommen. Warum? Glauben Sie, dass das vorher... Ich glaube vielleicht eher, weil die Partner nicht so offen waren für das. Und man wird reifer, man wird älter, man weiß, was man will. Und eben, das sind eben dann so die schönen Sachen, was man halt ausprobiert. Wo sind die Grenzen, wo hört es auf? Und was ist schön zum Beispiel? Schön ist eigentlich Softsex, wo wirklich alles in Ruhe genossen wird und mit Kerzenlicht. Und je älter, dass ich geworden bin, desto mehr Fantasien haben sich bei mir entwickelt. Ich habe mehr Leidenschaft und ich denke, bei Männern, die werden eigentlich eher da träge und faul. Also, das heißt, sie passen dann mit einem Gleichaltrigen eh nicht zusammen? Nicht, glaube ich, wirklich. Also
für mich muss ein Partner schon eben experimentierfreudig sein, nicht nur so eine 0815-Sexbeziehung im Schlafzimmer, sondern auch andere Räume, sich Zeit nehmen eben für den Partner und keine schnelle Nummer und eben vielleicht einmal irgendwo in verbotenen Zonen oder in der Natur einfach ein wenig offen sein für das. Gibt es einen Typus von Mann, wo Sie sagen würden, wenn man ihn beschreiben würde, wie er ausschaut, so schaut er aus? Ja, ich habe natürlich meine Vorstellen. er sollte groß sein, ja, der Beschützerinstinkt. So 3-Tages-Bad bis Vollbad. Und er muss das gewisse Etwas haben. Mein Pech, was ich habe, die meisten oder so gut wie alle, sind ihm vergeben. Die Männer, die mir gefallen, die sind vergeben. Liebe ist miteinander durchs Leben zu gehen, durch Höhen und Tiefen. Was ich nicht möchte, das ist eben, dass er wieder den Alkohol verfällt, dass er nur zu Hause ist, sehr faul ist, nichts unternimmt, Eifersucht. Ein klein wenig ja, nicht so krankhaft. Eine gesunde Eifersucht gehört eigentlich dazu. Ja, mein Lieber, ich hoffe, ich habe dich ein bisschen überzeugen können von mir. Und ich würde mich natürlich sehr, sehr freuen, von dir eine Zuschrift zu bekommen. Unser erstes Kennenlernen, unser erstes Date, unsere erste Übernachtung irgendwo. Ja, und ich freue mich jetzt schon darauf, dass es bald passieren wird und ich nicht mehr alleine durchs Leben gehen muss, sondern mit dir. Bieten kann ich eigentlich schon viel. Ich meine, wir haben ein zweites Haus, finanziell bin ich eigentlich unabhängig. Bieten kann ich ja. Ja, viel bieten kann ich nicht. Ja, das sage ich auch dazu. Ich kann nicht das geben, was ich so wie bin. Ich kann nicht Wärme bieten, alles andere ergibt sich ja auch. Aber so 48, 50, das war so, glaube ich, das Ideale. Das sind sie auch noch so im Soft. Was würden Sie einer Frau bieten, wenn sie jetzt sagt, das interessiert mich bei dem Herrn, rufe ich an, das ist ein lieber Kerl oder ein liebes Lachen, der hat eine gute, positive bieten, Lebenseinstellung. Bieten kann ich eigentlich schon viel. Ich meine, wir haben ein zweites Haus, finanziell bin ich eigentlich unabhängig. Bieten kann ich ja, mehr viel bieten kann ich nicht, ja, das sage ich auch dazu. Ich kann nicht das geben, was ich so wie bin, ich kann nicht Wärme bieten, alles andere ergibt sich ja auch. Ja, mein Gott, deswegen, das ist auch immer so eine Geschichte, bieten, das Miteinander. Gibt es irgendwas, was Sie gar nicht wollen von einer Frau, wo Sie sagen, das darfst du nicht? Nein, falsch. Sie kann eine Sammelleidenschaft haben, von mir als Autophobie, ist mir auch wurscht, kann aber Auto mich, mir ist das egal. Rauchen, trinken? Rauchen steht mir weniger, trinken, das wird schon schwieriger. Trinken ist schon schwieriger, das kann ich nicht schon sagen. Wenn eine saft, dann ist das nicht mehr schön. Dann vergeht ein neues Lachen. Haben Sie das auch schon erlebt? Genug. Das ist nicht schön. Wenn eine angerufen ist und fett ist, die wissen dann gewisse Sachen nicht. Das möchte ich gar nicht da weiter ins Detail gehen, aber das ist nicht schön. Die wissen gewisse Sachen. Was haben Sie da erlebt? Erzählen Sie uns. Erlebt? Ja, wenn es auf einmal neben einer liegen und die sagt, du hast die eigentlich nur willig gemacht und die würde ich auch sagen, weil sie und sie hat sich aber selber angerufen, dann wird das schon interessant. Das ist nicht schön. Da halte ich das auch eher fern. Wenn eine fett ist und du arbeitest dich darauf hin, dann fett ist, die habe ich dann auch stehen lassen. Wie viele Stunden hat die Nacht, wenn meine Zärtlichkeit erwacht? Spür wie die Wärme deiner Haut, das Eis in meiner Seele taucht.
viele Stunden hat die Nacht. Wenn dein Gefühl mich hilflos macht, es gibt für uns nur Liebe vor. C'est soi, je t'aime, mon amour. Bist mir ganz nah im Kerzenlicht und deine Augen streicheln mich. Ich lieg in deinem Arm und sag, was ich sonst nur zu denken war. Je t'aime. Was würden Sie Ihren Sohn raten? Was für eine würde zu ihm passen? Ja, der war genauso spinnert ist wie er. Spinnert heißt? Spinnert heißt, ja. Na, wie soll man sagen? Irgendwie extravagant. Ja, die passt ihm nicht und die nicht. Und die ist dick und die ist das. Ja, wie er ist, so ist es. Und das? Das sollte das einmal probieren mit einer ein bisschen. Ja. Oder? Hörle. Verstehen Sie die Kritik der Mutter? Ganz normal. Sie ist schon länger des Leidensweg. Wird die Mama auch nicht akzeptieren? Schwierig. Ich sag dazu nichts. Na, sag's ganz ehrlich. Die muss ja wissen, die Frau in Zukunft, ob sie sich hertrauen soll oder nicht. Warum hertrauen? Wenn sie jeder ehrlich meint, ja. Ist aber schwierig. Sag ich ganz ehrlich. Es ist immer schwieriger. Ich bin immer ein bisschen ein Skeptiker. Zu viel verbrennt, zu viel mitgenommen. Naja, gut. Der hat schon, mit den Frauen was Stickeln draht. Mit den 100 Rosen. Tja. Was meine ich das? Eine 100 Rosen. Sie weiterhin? Was war da mit den 100 Rosen? Ja. Und dann noch 100, weiß ich nicht mehr, weil er noch 100 Rosen hat. Okay. Und die haben sie verehrt oder die haben sie geschenkt? Ja, verehrt nicht, aber man könnte sagen, die, ist, ja, die rennt heute irgendwo in den Stockerraum. Das ist auch noch die, schön war die eher nicht. Na gut. Die haben sie geschenkt oder wie war die geschenkt? Ja, schon. Die habe ich fast, ja, sie gehen auch gerade das Gegenteil rausgekommen. Na gut. Was heißt das? Eine Belästigung gekriegt. Von der Polizei? Naja, so teilweise, so halb. Nur weil sie nach Rosen geschenkt haben? Naja, die hat das nicht mögen. Ja, nicht vergessen. Na, hat er einen Neger gehabt oder hat er einen Neger? Vielleicht war der, hat der einen 5 cm mehr gehabt. Liebe ist für mich Menschlichkeit, Wärme, Geborgenheit und einfach Miteinander. Die ideale Frau schaut für mich aus sportlich, menschlich, ja, und Zusammenhalt. Die ideale Figur einer Frau, ja, sportlich, elegant und, naja, die soll gut aussehen. Ich verspreche dir, wir werden tanzen gehen, wir werden miteinander Spaß haben und glücklich sein. Ich werde dir alles bieten, was dein Herz begehren wird. Ich will meiner zukünftigen Partnerin einen Kuss rausschicken und würde mich freuen, sie in nächster Zeit kennenzulernen. Ich würde mich sehr freuen, denn das Alleinesein ist nicht schön. Im Wagen vor mir fährt ein junges Mädchen. Ich möchte gern wissen, was sie gerade denkt. Hört sie denselben Sender oder ist ihr Radio aus? Fährt sie zum Rendezvous? Ich bin die Eva aus Groß-Enzersdorf, habe mich hier angemeldet, um eventuell einen Partner zu finden, der zu mir passt. Vom Charakter her sollte er lustig sein, er sollte eigentlich den Wiener Schmäh drauf haben. Ein bisschen erfolgreich, er muss ja kein Generaldirektor sein, aber was zustande gebracht haben in seinem Leben. Er soll abenteuerlustig sein, er soll sich in der Jeans genauso wohlfühlen wie im Smoking. Ich war lange Zeit verheiratet mit einem ganz tollen Mann, der ist vor 12 Jahren verstorben an einer schweren Krankheit. Ich habe Palliative gemacht, ein großer, ja, für mich ein irres Erlebnis,
dass ich beim Tod dabei war. Ich war da aktiv irgendwie beteiligt, die Pflege habe ich zu Hause gemacht und. Also über ein halbes Jahr ist er nur mehr im Bett gelegen, war querschnittgelähmt auch zum Schluss, verwirrt und so. Ich hätte nicht mehr länger können als ein halbes Jahr. Ja. Also ich war dann schon ziemlich tief unten, körperlich und seelisch und überhaupt. Ja. Natürlich habe ich stark sein müssen für meine Kinder, für meine Schwiegermutter, für alle drumherum. Ich habe den Kasperl gemacht. Ja. Ich bin in den Garten rausgegangen, habe geweint, bin reingegangen und habe wieder gelächelt. Ja. Aber ich bin stolz darauf, dass ich es gemacht habe. Also das schon und es ist ein irres Erlebnis. Sind Sie ein gläubiger Mensch, spirituell? Nein. Ich glaube an ein Weiterleben irgendwie. Also ich gehe zum Beispiel nicht am Friedhof, weil meine Mama ist da daheim. Ja, Friedhof ist nichts für mich. Sie sagen, Ihr Mann ist immer noch da zu Hause. Ist es deswegen vielleicht, dass es schwierig ist, dass da jemand, hätte da jemand überhaupt Platz in dem Haus? So für ein paar Tage, also ein bisschen Unterwäsche und das Zahnbürstel, das hätte schon Platz. Ja. Aber so auf 365 Tage, glaube ich, momentan denke ich so. Dass da jemand kommt und das sagt, das ist ein sehr schönes Haus, da würde ich gerne mit einziehen sozusagen, das wäre eher ein Problem. Also wenn er das gleich am ersten Tag gesagt hat, auf jeden Fall. Haben Sie aber schon mal erlebt? Fast. Was war da? Na, nichts. Ne? Der hat da gleich alles hergezeigt, so als hätte das da irgendwie, ja, es war irgendwie befremdend für mich. Ne? Also, ja. Also er hat sich, glaube ich, wenn er selber da hergehört, oder? Ja. Aber ich hätte schon alles machen dürfen, nicht? Und daher war ich gesessen vor der Flimmerkiste. Nicht? Also, ja, brauche ich auch nicht irgendwie. Das heißt, die Männer heutzutage sind faul? Manche. Was funktioniert bei den meisten Männern heute nicht, dass sie noch keinen Partner haben? Ich glaube, die meisten Männer in unserem Alter, sagen wir jetzt einmal so, die haben doch schon eine gewisse Erfahrung hinter sich. Die sind gebrannt, die sind verletzt worden. Die denken sich vielleicht, warum sollte man das noch einmal geben? Ist eh immer dasselbe, auf gut Deutsch. Sie sind also gehemmt. Wir haben Facebook, wir haben Plattformen, Dating-Plattformen, wir haben WhatsApp, wir haben ich weiß nicht was alles. Ja. Das ist ein Büderbergl. Nein, gefällt mir nicht. Den Nosen. Nein, der hat. Nein. Also, und das ist, glaube ich, ein großer Grund, wo geht man hin in unserem Alter? Und dann ist es ja auch so, man spricht mit wem und das soll einmal nur ein nettes Gespräch sein. Ich will um Gottes Willen nicht heiraten. Ja? Das heißt, sind die Männer verschreckt, wenn sie angesprochen werden? Ich glaube schon. Manchmal denke ich mir ja, wenn ich da einen schicken Wagen sehe mit einem netten Fahrrad, den fahre ich jetzt hinten rein. Ja, ich mein, oder mit einem Einkaufswagen könnte ich auch hinten irgendwem reinfahren und sagen, oh, Entschuldigung. Als Wiedergutmachung ein Kaffee. Haben Sie schon mal so Kontakt sozusagen versucht? Nein, aber eigentlich nur, ich kann ja keinen niederführen, nicht? Irgendwie ist ja auch blöd, nicht? Und dann, wie gesagt, die Netten, die sind ja vielleicht vergeben, das weiß ich ja auch nicht. Wo haben Sie es denn probiert, überhaupt in letzter Zeit einen Mann kennenzulernen? Über welche? Naja, da gibt es natürlich diese diversen Foren, wo es das weg ist. Tinder. Ja, zum Beispiel. Wobei ich mir nicht sicher bin, was ist. Also, ich kenne Leute, die haben wirklich nette Partner gefunden über Tinder. Wirklich nett. Das sind nette Leute, die haben nette Leute gefunden. Ich finde nur lauter seltsame. Auch klicken da haben wir nur 72-Jährige. Da denke ich mir, schlechtes Foto drinnen, oder weiß ich nicht. Ja. Sehr viele, die natürlich nur das eine wollen, logisch. Ja. Ich habe es aber auch bei wirklich teuren Single-Börsen probiert, wo man sagt, alle 11 Minuten oder was findet sich da wer, oder nur Akademiker. Ja, auch nichts. Darf der Mann von einem anderen Bundesland kommen oder aus dem Ausland oder wie auch immer, oder muss das ein Wiener sein? Der Wiener Schmäh war mir wichtig. Ein anderer versteht mich wahrscheinlich nicht. Ich habe ein bisschen einen schwarzen Humor. Ja? Ich kann auch sehr sarkastisch sein. Und das muss einer verstehen.
Weil der andere ist vielleicht beleidigt und denkt sich, was will man die sagen? Hallo, bin der Horst. Bin Vertriebstechniker vom Beruf, komme aus Oberösterreich und bin offen für eine richtige Beziehung für die Zukunft und suche auf diesem ungewöhnlichen Weg eine tolle Partnerin. Si a tu ventana llega una paloma, trátala con cariño, que es mi persona. Cuéntale mis amor, bien de mi vida. Corona las desflores, que es cosa mía. Horst, wie lange ist die letzte Beziehung her? Also richtige Beziehung, das heißt für mich auch langfristig oder lange Beziehungen, ist für mich eine richtige Beziehung, ist schon etwas länger her. Ist auch teils bedingt, beruflich bedingt gewesen. Ich war sehr, sehr lange im Ausland, 8 Jahre circa, knapp 8 Jahre und bin da ständig gependelt, wöchentlich. Habe da auch wenig Zeit gehabt auch für eine richtige Beziehung, für die muss man sich Zeit nehmen. Und habe auch eine Tochter mit knapp 13 Jahren, habe mich in der Zeit, wo ich dann da war, auch mich um meine Tochter gekümmert. Und da hat eine Frau zeittechnisch, energietechnisch, was auch immer, wenig Chance gehabt eigentlich. Und die letzten 2 Jahre hat sich das ein bisschen geändert. Und dahingehend war mein Wunsch und ist verstärkt gekommen, eine richtige Partnerschaft sich aufzubauen, musste aber ja. Weil das Glück haben im Leben, jemanden richtigen, unter Anführungszeichen, zu treffen. Das ist in der heutigen Zeit ja nicht ganz so einfach, weil... Warum ist das nicht so einfach? Naja, erstens einmal bin ich schon in einem Alter, wo man sagt, man geht jetzt nicht mehr so viel fort. Oder in Discos oder was auch immer, ja, also an Veranstaltungen und was auch immer in der Richtung. Da müsste sich was ergeben und was halt dann auch schwierig ist oft. Warum ist damals diese langjährige Beziehung gescheitert? Ja, das war, da war ich relativ jung, ja, relativ gut. War ich noch jung, ich habe für mich noch einen anderen Weg für die Zukunft gesehen, nicht dieser familiäre Geschichte. Das war die Mutter? Nein, das war weiters davor. Also weiters davor, aber es war knapp davor eigentlich, wie das beendet worden ist. Und ich habe halt andere Ziele gehabt im Leben. Das hat also, ja, damals habe ich mit Musik sehr viel gemacht und wollte auch da ein bisschen mehr draus machen. Was haben Sie da gemacht, musikalisch? Nein, jetzt. Ja, nein, ich hab sehr viel mit Musik zu tun gehabt in Richtung Gesang. Ich war früher bei den Sängern aber mal in Florian 4 Jahre lang, habe dort gedient. Und dann habe ich, das hat mich immer ein bisschen verfolgt. Das habe ich selbst dann auch verfolgt, habe dann auch in Bands gespielt, gesungen und komponiert und bla bla bla. Also ganze Geschichte halt, was man halt so, wenn man das was für Richtung haben Sie da? Ja, Rock, Pop, klassische Geschichte halt. Das war der Grund, wo ich gesagt habe, ich möchte mich da den Fokus noch setzen und nicht erst der Familie gründen. I see the way. Does an angel contemplate my fate? And do you know the places where we go when we play at all? 'Cause I've been taught that salvation, let's tear wings and fall. So when I'm lying in my bed, thoughts running through my head, and feel the love is dead, I'm loving angels instead. Wie schaut Ihre Idealpartnerin aus? Kann ich
oder möchte ich so gar nicht beschreiben, weil das ist so, so individuell und das ist, da muss man Menschen sehen und da muss das Gesamtbild irgendwie was da sein, wo ich sage, okay, ja, aber dahinter muss die, hinter der Fassade muss für mich passen, also sprich, eine Einstellung, ein Charakter ist für mich so, so ausschlaggebend. Natürlich eine gewisse Abgeschlossenheit oder Abschluss der Vergangenheit, aber richtiger Abschluss der Vergangenheit muss passiert sein, also sprich, man muss die Dinge verarbeitet haben, damit das nicht nachhängt in der Beziehung, also in der Zukunft. Also sehr, sehr viel muss passen, wie man sieht. Das ist nicht so einfach, logischerweise, weil man ein gewisses Alter hat, wo man schon ein bisschen weiter denkt und ich schaue so ein bisschen weiter hinter der Fassade, was da steckt. Ist einfach für mich ein ganz wichtiger Punkt, weil man hat dann einen Menschen neben sich, wo man sehr, sehr viel Zeit verbringt und das muss eine qualitativ hochwertige Zeit sein. Haben Sie schlechte Erfahrungen gemacht? Da habe ich schon die Erfahrung gemacht, dass sehr viele Frauen da einfach noch, auch Frauen, wie gesagt, also an irgendwas nachhängen oder eben das mitgenommen haben und das hängt da halt dran und mit dem muss man sich halt dann in der aktuellen Geschichte beschäftigen und das ist halt meistens ja, sehr, sehr aufwendig und wenn es dann überhaupt funktioniert, ja. Ich bin ein Mädchen von Piräus und liebe den Hafen, die Schiffe und das Meer. Ich lieb das Lachen der Matrosen und Küsse, die schmecken nach See, nach Salz und Tee. Ein Schiff wird kommen und das bringt mir. Sollte der Mann in Ihrem Alter sein? Sollte er jünger sein? Könnte ruhig ein bisschen jünger sein, weil ich mich so jung fühle. Ich bin auch mit sehr vielen Jungen, also jung, mit 40-Jährigen aufwärts, Deckel glaube ich bei 60, unterwegs. Es war zum Beispiel meinen 60. Geburtstag, habe ich gefeiert im Rathaus, nur mit 25-Jährigen Leuten. Ja? Also war mörderisch. Das heißt, 40 Jahre so circa wäre ideal für Sie als Paar? Na, 40, mein Bruder ist 42. Also das ist vielleicht, aber so 48, 50. Das war so, glaube ich, das Ideale. Das sind sie auch noch so im Soft. Wenn man so sagen darf. Wie weit ist Ihnen Erotik wichtig noch? Sehr wichtig. Ist es dann so, dass die Männer in ihrem Alter nicht mehr so interessiert sind an der Erotik, am Sex? Vielleicht sind sie interessiert und kennen nicht mehr, ich weiß es ja nicht. Es gibt aber auch Männer mit gewissen Neigungen, also das ist nichts. Ich brauche keinen Ballmund und will mir kein Zauberwort merken. Also das vergesse ich wahrscheinlich. Also ist es so, dass die, je älter sie werden, irgendwie spezieller werden, was das betrifft? Wenn sie erfolgreich sind, habe ich schon beobachtet, dass sie gewisse Neigungen haben. Gibt es irgendetwas, was Sie von einem möglichen zukünftigen Partner überhaupt ablehnen und nicht wollen? Was darf der Mann nicht? Was darf der Mann nicht? Ach, das habe ich mir jetzt noch gar nicht so überlegt. Was darf er nicht? Alles. Im Prinzip ja. Fremdgehen sollte er nicht. Also ein gewisses Exklusivrecht hätte ich schon gerne. Ja? Am liebsten war man ja wahrscheinlich so eine Freundschaft plus mit Exklusivrecht. Er soll auf gar keinen Fall sein Leben aufgeben, dass er jetzt sagt, 100% nur für die Partnerin. Ich möchte das auch nicht 100% nur für den Partner. Schon irgendwie. Aber wenn der jetzt mit seinen Freunden wohin gehen möchte, wenn der jedes Jahr 2 Wochen segeln war mit seinen Freunden, um Gottes Willen, bitte mach das weiter. Ja? Ich will ja auch meines weiter. Weil nichts Ärgeres ist, sich gegenseitig zu beschneiden oder sich zu verstellen. Rauchen und trinken? Im Gewissen, ich trinke auch gerne, was ich rauche auch. Gesellschaftsmäßig, du, gegen ein kleines Damenspitzerl ist nichts dagegen einzuwenden. Ja? Saufen soll er halt nicht. Also das war irgendwie störend. Sind Sie sportlich sonst? Machen Sie irgendwie Sport? Ich bemühe mich. Sagen wir so, ich bemühe mich. Ich bin jetzt kein, also ich schwimme wahnsinnig gern. Ich bewege mich gern in der Luft. Ich schaue, dass ich viel zu Fuß gehe, nicht alles mit dem Auto fahre. Also ich fahre jetzt nicht zum Becken oder wie auch immer. Ich habe da so meine Einkaufswagen, da gehe ich halt einkaufen. Und das, was eine passt, das kaufe ich halt, den Rest halt nicht. Also das schon, weil ich eben auch gesehen habe bei meinem Mann, wie schnell es gehen kann. Und der jeder schriert, lautet, wenn du dem nicht gegangen bist, wenn du dann Querschnitt hast. Hat der viel geraucht?
Er hat wahnsinnig viel geraucht, ja. Er hat wahnsinnig viel geraucht und ja. Stress und war der älter als Sie? Nein, er war jünger. Ich hatte eigentlich immer jüngere Männer. Die haben mich jung geworden. Der zukünftige Partner soll mich so lassen, wie ich bin. Ich möchte ihn so lassen, wie er ist. Wir sollen uns ergänzen. Wenn man wirklich liebt und geliebt wird, dann fühlt man sich so wohl und so aufgehoben. Das kann man in Worte nicht sagen. Was will ich von einem Mann? Auf gar keinen Fall, dass er mir nach den Mund spricht, dass er keine Fantasie hat, dass er keine Energie hat, dass er eine Pantoffel hat, das will ich auf gar keinen Fall. Also wenn du mich kennenlernst, dann kann ich dir versprechen, oder ich werde es versuchen, dass ich dir eine gute, lustige Frau bin, eine treue Frau, das ist ganz klar, ein bisschen verrückt, mit der du Abenteuer erleben kannst, mit der du aber auch weinen kannst, mit der du ja eigentlich leben kannst. Kann aber das Jüngere sein, wobei bei der Jüngeren muss ich sagen, der Kinderwunsch sollte abgeschlossen sein. Also ich möchte mit meinem Alter jetzt kein Kind mehr in die Welt setzen. Also das ist für mich ein Thema, das wirklich abgeschlossen ist. Was hat bei den Letzten nicht so passt, die Sie da die letzten Jahre kennengelernt haben? Was merkt man da gleich nach ein paar Tagen oder nach einer Nacht oder nach einer Stunde? Gut, auch eine gute Frage. Was mir ganz, ganz extremst wichtig ist, und das ist auch, da gehe ich keine Kompromisse ein, das sind, wenn man nicht offen ist oder unehrlich ist oder halt nicht die Wahrheit sagt oder Dinge verschweigt, wo man wissentlich oder wo man vielleicht nachdenken könnte, na, irgendwann kommt das jetzt zum Vorschein oder irgendwann kommt das auf. Manche Frauen denken halt, naja, warten wir mal ab, bis dass man sich verliebt so quasi und dann ist das eh nicht mehr so tragisch. Also eine andere Beziehung. Bitte? Eine andere Beziehung oder ein anderer Mann? Nein, nicht Beziehung, aber was eben die Vergangenheit betrifft auch. Ja? Also was vielleicht noch berührend in der Gegenwart da sein kann. Also da reagiere ich schon ein bisschen sensibel, weil dann sage ich, okay, warum? Ja? Zum Beispiel, was ist das? Dass man sein Ex ab und zu noch irgendwo sieht oder trifft oder auch wenn es nur zufällig oder wenn es die Umstände sind, die halt dazu führen. Aber ich muss es nicht verschweigen. Nur dazu, wenn man im Vorfeld hergeht und sagt, bitte alles am Tisch legen, alles ehrlich sagen, von Beginn an, aber wirklich von Beginn an. Man hat ja nichts davon. Also wenn man am Anfang eine Beziehung eingeht oder sich kennenlernt, man hat ja nichts zu verlieren, man kann ja gewinnen. Was hat man zum Verlieren? Daher verstehe ich es nicht von Beginn an, dass man Dinge zurückhält oder nicht sagt. Wichtige Dinge, die mir natürlich schon auch wichtig sind. Rauchen ist ein Tabuthema, also ich bin selbst nicht Raucher. Habe jetzt kein Problem, wenn irgendwo geraucht wird und ich hinkomme. Aber eine Frau für mich, also ich habe noch nie eine Partnerin gehabt oder niemanden kennengelernt oder nicht kennenlernen wollen, die raucht. Also würde für mich nicht passen in dem Sinne. Wenn sie schlank wäre, habe ich nichts dagegen. Schlank heißt ja oft, nicht unbedingt zwingend notwendig, aber heißt auch, dass sie sich mit dem Körper beschäftigt, sich auch wohlfühlt, dass sie was tut dafür. Ich selbst auch, es ist auch nicht immer einfach, halbwegs schlank zu bleiben, beziehungsweise sportlich zu bleiben. Das heißt, ab und zu mal schwitzen. Das heißt, einen Schweinehund überwinden, was zu tun und loszugehen und loszumarschieren. Das ist schon ein Punkt, wo ich sage, das würde ich nicht sagen, würde lügen, wenn ich sage, da schaue ich nicht hin. Ja. Das ist ein Punkt. Aber
Aber sonst, ob blond, schwarz, was auch immer, das ist eine Oberflächlichkeit, das lege ich nicht an den Tag, das ist mir wurscht. Was würden Sie einer möglichen Partnerin, was könnten Sie ihr bieten für ein Leben? Was würden Sie mit ihr machen oder wie viel Zeit würden Sie für sie sozusagen überhaupt opfern von ihrer Zeit mit Sport und Beruf und so weiter? Also ich würde schon sehr viel geben, weil es ein wichtiger Punkt ist. Also ich würde machen, dass so nebenbei die Geschichte funktioniert und Anführungszeichen funktionieren, sondern ich würde dem eine ganz große Bedeutung beimessen, weil ich sage, Beziehung bzw. Familie ist schon ein ganz wichtiger Aspekt im Leben und der wichtigste, für mich der wichtigste Aspekt. Beruf ja, ist auch wichtig, nebst der ganzen Geschichte, aber du bist einfach zu Hause, muss ein Ruhepol sein, du musst, und da ist, und auch freizeittechnisch. Ja. Also ich finde, ich würde, zur Frage zurückzukommen, ich würde extrem viel Zeit aufwenden, ich würde auch wenn man es oberflächlich betrachtet, kann man zwei sagen, von bis. Hängt von der jeweiligen Person ab. Weil, wie gesagt, ich bin auch für mich jetzt schon relativ reif, ein reiferen Alter. Heißt aber nicht, dass man alt ist, sondern also alt fängt man nur im Kopf zum Sein an. Das heißt, je nachdem, wie sich entwickelt hat, macht er Sport, ist er aktiv, ist er agil, der Mensch, dann hat er auch ganz anderes Auftreten, hat er ganz eine andere Ausstrahlung und so weiter. Es kann gerne auch Gleichaltrige sein, ja. Kann aber auch etwas Jüngere sein, wobei bei der Jüngeren muss ich sagen, der Kinderwunsch sollte abgeschlossen sein. Also ich möchte mit meinem Alter jetzt kein Kind mehr in die Welt setzen. Also das ist für mich ein Thema, das wirklich abgeschlossen ist. Wenn was da ist in der Richtung und das passt zu 100%, dann wird man sich da einfügen können, da bin ich mir schon sicher. Aber ich selbst, also wie gesagt, möchte keine Kinder mehr erzeugen oder machen. Also ich brauche jetzt keine so aufbrezelte Frau oder möchte, dann werde ich auch nicht kriegen, ja, weil es zu mir nicht passt. Eine natürliche Schönheit, sage ich einmal. Ja. Wem gefällt sowas nicht? Wem gefällt das nicht? Liebe ist das Schönste, was man nur erleben darf. Treue, das oberste Gebot. Beziehung, gemeinsame Zeit verbringen. Alleine sein muss man auch können. Einsamkeit, sagt das Wort, ist nie was Schönes. Die ideale Frau sollte einen guten Charakter, beste Einstellung, etwas sportlich sein und mich innerlich berühren. Von einer Partnerin möchte ich nicht belogen werden. Do 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 do.